Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Command and Conquer, der Tiberium-Konflikt im Ausnahmezustand. Warum? Warum haben die aufgehört, irgendwas zu sammeln? Das verwirrt mich ja gerade hart. Aber gut, machen. Ich hoffe, sie machen jetzt mal weiter. Wir müssen immer noch diese Notstellungen in irgendeiner Art und Weise vernichten. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich das schaffen soll. Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass man sagt, dass man genügend Orcas zusammenkriegt, um eben die Flarak-Stellungen auslöschen zu können. Und wenn die erstmal weg sind, können wir mit den Orcas natürlich auch nach und nach alles weitere zerstören. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man doch irgendwie versucht, mit Bodentruppen ranzugehen. Das halte ich aber für relativ schwierig, ehrlich gesagt. Konstruktion. Sehr schwierig sogar. So, jetzt haben wir hier einmal mehr Orcas. Ich setze das Ding jetzt erstmal hier hin. Wird gebaut. Gut. Ja, also solange sie wirklich nur mit diesen komischen Buggies ankommen, halten unsere Mammutpanzer das auf jeden Fall aus. Wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwie versuchen, noch an weitere Ressourcen zu kommen. Das dürfte jetzt immer schwerer werden. Dadurch, dass hier nicht mehr wirklich viel vorhanden ist. Also hier oben natürlich noch ein bisschen was. Und dann hier unten, aber da kommen wir nicht ran, aufgrund dieses Dudes hier. Eine Sache, die wir ausprobieren können, wäre... Jawohl, breche auf! Da müssen wir jetzt mal eben unsere Mammutpanzer nehmen. Jawohl, breche auf! Was war das hier oben gerade? Da flog irgendwas lang oder so, oder fuhr was lang, aber ich weiß leider nicht was. In Ordnung. Jetzt gerade ein kleines Problemchen hier. So. Jawohl, Sir! Wir brauchen noch mehr Orcas. Ich würde sagen, 8 Stück müssten es dann schon sein, ansonsten. Ziel wählen. Jungenwerfer lädt auf. In Ordnung, bestätigt. Fuck. In Ordnung. Okay. Jawohl, Sir! Breche auf. So, gut. Jawohl, Sir! Bestätigt, jawohl! Oh, shit! Jawohl, Sir! Okay. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Bestätigt, jawohl, Sir! Den müssen wir auf jeden Fall zurückziehen. Jawohl, Sir! Bildmittel unzureichend. Jawohl, Sir! Die Frage ist weg. Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Fahr über den rüber. Nice. Bestätigt. Okay. Die Flarak jawohl, ist weg. Und der Obelisk jawohl, des Lichts ist auch weg. Jawohl, Sir. Der jawohl, Obelisk des Lichts ist wieder bestätigt. Da. Das ist halt natürlich einfach nur Fail, ne? Also wir haben jetzt 7 Minuten unserer Zeit eingesetzt, oder eher 5 Minuten, in Form des, also, wir haben diese Zeit nun eingesetzt in Form unserer Ionenkanone und es hat einfach nichts gebracht. Gut. Der wird ein bisschen repariert. Die müssen mittlerweile keine Ahnung wo sammeln. Warte mal, haben wir einen... Ah ne, ich wollte gerade sagen, wir haben einen verloren, aber der ist ja noch da. Oh, jeez. Oh, die bauen alles neu, ey. Das ist so... Vor allen Dingen, wie schnell. Ich befürchte, das wird eine sehr nervige Mission. Sadly. Das ist jetzt ja schon super anstrengend. Bildmittel unzureichend. Vielleicht bringen uns all die Orcas doch nichts. Vielleicht ist die beste Strategie einfach tatsächlich wieder mit einer großen Armee an Bodentruppen anzukommen und die halt wegzuschießen. Ich weiß nicht, was ich ansonsten machen soll, ganz ehrlich. Weil der Move, den ich jetzt eben angedacht hatte, der wird ja auch nichts, weil die alles wieder sofort nachbauen. Wir müssen halt irgendwie den Bauhof finden. Wenn wir den Bauhof nicht finden, dann macht das alles keinen Sinn. Und ich glaube auch nicht, dass es hilft, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man nimmt sich ein paar Mammuts und schießt die das Kraftwerk hier weg. Ich glaube, in der Summe reicht das nicht.
Ich kann mich natürlich irren. Ich hoffe, ich irre mich. Denn ansonsten wird das wirklich schwierig. Aber, ja. Jawohl, Zahl! Wir haben auch immer noch zu wenig Orcas. Also 4 Stück reichen natürlich auch bei weitem nicht. Zumindest nicht für das, was ich vorhätte. So, sammelt erstmal ein bisschen was. Ah, da ist ja gerade ein Mammut im Bau. Wann habe ich den denn? Hä? Okay. Konstruktion fertig. Gut, der Mammutpanzer. Ja, dann probieren wir. Ja, was probieren wir denn mal? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich muss mal eben. Konstruktion fertig. Also mit dem müssen wir auf jeden Fall ein bisschen. Breche auf! Jawohl, Zahl! Alles auskundschaften. Ich setze mal eben den einen Orca in Bewegung. In Ordnung. Ja, okay, so kann man das. So kann man das brauchen wir nicht versuchen. Jawohl, Sir. Breche auf. So. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Breche auf. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Ionenwerfer abschussbereit. Okay. In Ordnung. Da oben ist noch eine Base. Bestätigt. Breche auf. In Ordnung. Hier haben wir noch. Breche auf. Ah, sehr gut. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. In Ordnung. Es sieht fast so aus, als könnte man von hier hinten an die Base ran. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. In Ordnung. Okay, da sind jede Menge Panzer, jede Menge Notmods und Zeug. Kommen wir denn da oben rein? Bestätigt. Breche auf. In Ordnung. Einheit verloren. Hier ist keine Luftabwehr. Hier oben ist keine Luftabwehr. Jawohl, Sir. Zumindest sieht es aktuell nicht danach aus. Wir müssen jetzt erstmal herausfinden, was da abgeht. Okay, immerhin. Wird gebaut. Jawohl, gehst hier mit rein. So, der Ionenwerfer. Den haben wir jetzt. Und wir brauchen Stahlhagel. Und wenn wir dann genug haben, also die Stahlhagel brauchen wir halt für die Infanterie. Und wenn wir dann genug haben, dann greifen wir jetzt mal diese Base an. Konstruktion fertig. Ich muss sie wegmachen. Ich habe keine Chance. Ansonsten, wenn wir sie nicht wegmachen. Das wird ein ganz großes Problem werden. Ich weiß nicht genau, was das hier oben soll, ehrlich gesagt. Ich verstehe es nicht ganz. Konstruktion. Das Thema wieder. Wird gebaut. Breche auf. Jawohl, so, 2 Stahlhagel sollten an sich reichen. Geldmittel unzureichend. Not Mods. Gott sei Dank haben sie es irgendwie verpeilt auf meine Sammler zu gehen. Jawohl, Zahl. Breche auf. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Bestätigt. Die verhalten sich alle echt ein bisschen verpeilt. So. Bestätigt. Ich hoffe wirklich, dass der Bauhof hier ist. Jawohl, wenn er bestätigt. Hier ist, jawohl, dann hat er ein Problem. Dann können wir nämlich sofort stoppen, dass er irgendeinen Scheiß macht. Jawohl, Zahl. Ich habe auch das jawohl, Gefühl, dass Zahl. Er Ziel wählen. Weniger Kram baut. Bestätigt. Das kann natürlich auch ein Trugschluss sein. Jawohl, Zahl. Aber das, sein Flugzeug ist hier jetzt jawohl, ein paar Mal Zahl. Weniger lang geflogen. Die Panzer verhalten jawohl, sich schon wieder Zahl. Absolut dämlich. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Jawohl, Zahl. Bestätigt. Jawohl, Zahl. Bestätigt.
Konstruktion. Jawohl, Richard. In Ordnung. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. So, die ziehen wir mal nach hinten. In Ordnung. Da ist der erste Sch... Alter! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Einheit verloren! Jawohl, Sir! In Ordnung! Bestätigt! GDI-Gebäude erobert. Einheit verloren. Okay. Bestätigt! Jawohl, Sir! Das ist, Jawohl, Sir! In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Wir haben schon mitgekriegt, dass die Stahlhagel eine größere Reichweite haben könnten, je nachdem von wo sie angreifen. Aber die Einheiten in diesem Spiel verhalten sich einfach wirklich grenzdebil. Und gehen immer so in die Kämpfe rein, dass sie möglichst selbst getroffen werden. Das ist halt instant Death und instant Dummheit. Bestätigt. Bestätigt. Aber okay, wir müssen es akzeptieren, wie das Spiel funktioniert. Wir können halt nur versuchen, uns irgendwie anzupassen. Auch wenn das nicht leicht fällt. So, die Verrackstellung muss auf jeden Fall schon mal weg. Sie ist auch weg. Ihr geht darauf, ihr geht darauf. Wo gehst du hin, du Idiot? Ich krieg schon wieder zu viel. Meine Fresse. Ja, genau. Habt ihr das gesehen? Ey, das Spiel ist doch ein Witz. Sorry, aber sie haben instant plötzlich wieder zwei Obelisken des Lichts hochgezogen. Instant. Ein paar Sekunden, nachdem ich den einen davon zerstört hatte. Das Spiel ist echt ein schlechter Scherz. Also manche Missionen haben sie einfach nur so absurd schwer gestaltet, indem sie quasi Cheats für den PC-Spieler eingebaut haben. Bestätigt. Also für die KI. Wie dumm ist das bitte? Das hat doch nichts mit Schwierigkeit zu tun, das ist einfach downright unfair. Was anderes ist das nicht. Konstruktion fertig. Ist einfach nur eine völlige Verarsche. In Ordnung. Jawohl, Sir, in Ordnung. Also, ihr habt die Base gesehen, ich brauche sie im Prinzip gar nicht angreifen. Jawohl, Sir. Ich brauche sie wirklich einfach nicht angreifen. Breche auf. Da wäre es egal, wie groß die Truppe ist, sie würde verlieren. Ich habe noch nicht begriffen, was er hier von mir will. Also, es kann sein, dass wir hier oben irgendwas zerstören sollen. I don't know. Und ihr merkt ja, dass 4 Orcas nicht mal ausreichen. Ich brauche also noch mehr Orcas. Damit ich wenigstens das hier wegkriegen kann. Einheit verloren. Ja, es ist toll, dass jetzt auch noch ein Orca zerstört wurde. Das ist wirklich großartig. Genauso stelle ich mir das vor. Und unser Wüstenjäger ist ja leider auch weg. Jawohl, bestätigt. In Ordnung. Jawohl, breche auf. Breche auf. Reparatur läuft. Naja, man könnte natürlich versuchen, und das werde ich jetzt wohl als nächstes machen müssen, hier durch und dann hier lang. Das ist einfach nicht möglich hier vorne. Das ist wirklich einfach nicht möglich. Das hier muss man natürlich auch irgendwie zerstören. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Breche auf. Bestätigt. Jawohl, breche auf, in Ordnung. Jawohl, Sir. Breche auf, Ordnung. Bestätigt, breche auf. Bestätigt, breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. In Ordnung. Wir probieren das jetzt mal. Jawohl, ich habe keine Ahnung. Jawohl, Sir.
Also eine der größten Krankheiten in diesem Spiel ist auch einfach wirklich die Wegfindung der Units. Mein Gott, was ist mit meiner Stimme heute los? Die Wegfindung der Units in diesem Spiel ist eine 5-. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. So. Breche auf. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Verständig. Breche auf. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Ist natürlich geil, dass im Prinzip schon wieder alles... Oh Gott, ey, ich hab das Gefühl, ich sterbe gleich mit meiner Stimme. Jawohl, Sir. Verständigt. Jawohl, in Ordnung. Jawohl, Sir. Verständigt. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Ja, verlieren wir doch konstant, ey. In Ordnung. So, halt doch einfach das Maul. Verständigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So. Jawohl, Sir. Ist das der Bauhof? Nee, wahrscheinlich nicht. Breche auf. Das ist der Bauhof. Wird gebaut. Bestätigt. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Also da er den Bauhof so vehement verteidigt, könnte es durchaus sein, dass es sein einziger ist. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, bestätigt. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Ich muss jetzt natürlich noch irgendwie diesen Invasor dahin kriegen. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Dann holen wir uns den Nordbauhof. Fertig. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, jawohl, Sir. Dann können wir schön Nordeinheiten bauen. Verständig, breche auf. Verständig. Jawohl, Sir. Breche auf. Verständig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung, verständig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Alter, der kommt mit so viel Scheiße gerade an. Das ist unfassbar. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigt. Jetzt lass mich doch mal irgendwie hier hinkommen. Das hält man da nicht aus. Die haben jetzt mittlerweile da auch alles abgegrast. Die anderen Tiberium-Felder erholen sich nur so sehr, 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 sehr langsam. Also wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht hier oben noch eine Raffinerie hinsetzen. Jawohl, Sir. Breche auf. Mal schauen. Das hat jetzt aber zumindest schon mal ein bisschen Fortschritt gebracht. Auch wenn wir wieder ein bisschen was einstecken mussten. Neue Bauoptionen. So, Flugfeld. Oh, das ist... Ey, ganz ehrlich, die kommen mittlerweile einfach mit 4 Bombern. Was soll man dazu denn noch sagen? Was soll man dazu noch sagen, dass sie mittlerweile 4 Bomber haben? Das ist vollkommen absurd. Vollkommen absurd. Jawohl, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Wird gebaut. Jawohl, Sir. In Ordnung. Ja, und ich muss ja jetzt auch irgendwie meinen eroberten Nord-Bauhof verteidigen. Geldmittel unzureichend. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, in Ordnung. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Schon dabei. Breche auf. Tot.
So. Da ist der gegnerische Sammler. Jawohl, Sir. Reiche auf. Vier Bomber, ey. Ausnahme 100. Jawohl, Sir. Reiche auf. So. Das ist jetzt natürlich die Frage. Wir haben sehr viele von diesen Doppelkraftwerken zerstört. Die Frage ist daher, die berechtigte Frage, kann er überhaupt alle Obelisken des Lichts, die er jetzt noch hat, mit Strom versorgen? Oder kann er das vielleicht sogar gar nicht? Oder die noch viel bessere Frage, hat er überhaupt noch... Jawohl, Brecher auf, bestätigt. Brecher auf. In Ordnung. Er kann sie mit Strom versorgen. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Dann müssen wir den jetzt noch zerstören. Die viel bessere Frage ist, hat er noch einen Bauhof? Oder hat er keinen mehr? Geldmittel unzureichend. Jawohl, ja, das weiß ich auch. Ich weiß auch nicht, was ich da groß machen soll, ehrlich gesagt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So. Da hat er jetzt wieder ziemlich viel verloren. Jawohl, Sir. Ist da oben vielleicht noch Tiberium? Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Es könnte da oben noch Tiberium sein. Du musst dich erstmal ein bisschen zurückziehen. Hat er den neu gebaut? Er hat den neu gebaut. Er hat also immer noch einen Bauhof. Das ist ass. Jawohl, Sir. Das ist ziemlich ass. Ich brauche irgendwas zum Erkunden, aber ich habe einfach keine jawohl, Ressourcen Sir. Mehr. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ich hab gar keine Ressourcen mehr. Gestoppt. Wir brauchen einen Wüstenjäger. Reparatur läuft. Wird gebaut. Bestätigt. Na, du kannst eigentlich, da, kannst eigentlich da unten sammeln gehen. So, der Wüstenjäger muss jetzt mal hier oben gucken. Er hat immer noch einen Bauhof. Der ist dann irgendwo hier unten vermutlich. Jawohl, Sir. Bestätigt. Wir können halt gerade überhaupt keine Vorteile daraus ziehen, dass wir einen Not-Bauhof haben. Überhaupt nicht. Reparatur läuft. Okay, dich kann ich jetzt im Prinzip hier hinschicken. Hier ist auch noch was. Okay, das ist sehr nice. Wir haben hier oben noch reichlich. In Ordnung. Jetzt zerstört mir jetzt mal bitte den. Solange wir so viele Mammutpanzer haben, dürfte das kein Problem sein, seine Truppen zurückzuschlagen. Es sei denn, er kommt halt wieder mit vier Bombern an. Okay. Die Mammuts kriegen es tatsächlich hin, die Bomber zu zerstören. Das ist schön. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Wenn die Bomber jetzt immer die Mammuts angreifen, wäre mir das auch recht. Und wie gesagt, die heilen sich ja bis 50% ihrer Trefferpunkte. In der Regel reicht das aus. So, dann können wir uns noch den schnappen. Dann ist das nächste, was ich jetzt eigentlich bauen sollte, eine Raffinerie.
Perfekt. Warte. Ihr habt noch nicht alles leer geschossen. Das muss jetzt aber noch passieren. So, da kommt wieder so einer. Nee, ist ein Snamus. Die zerstören leider teilweise auch das ganze Tiberium. Das nervt natürlich auch. Ja, wo baut man die Raffinerie jetzt hin? Das ist halt die Frage. Wird gebaut. Wir könnten sagen, wir bauen die jetzt mehr hier oben hin. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir! Ionenwerfer abschussbereit. Ja, bringt gerade nur nicht viel. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Kostet das einfach gerade nichts? Konstruktion fertig. Ah doch, das kostet doch was, aber ist irgendwie ein bisschen verzögert. Konstruktion fertig. Ja, wir bauen hier oben noch eine Raffinerie hin. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Gut. Wird gebaut. Jetzt kommt da wieder irgendein Schrott. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird das gebaut. Passt noch, das ist gut, okay. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Gut, gut, Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Ich baue die direkt hier hin. Die Raffinerie. Direkt hier oben irgendwo hin. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. So. Wird gebaut. Konstruktion so. Fertig. Und jetzt dann irgendwie hier. Dann ist sie direkt da dran. Geldmittel unzureichend. Ich hoffe natürlich, dass sie dann nicht zerstört wird. Das wäre sehr schade. Zum Beispiel von den Bombern, die da noch rumfliegen. Ja, aber dann erst können wir, wie gesagt, davon profitieren, dass wir jetzt das Nod-Gebäude haben. Dann können wir Nod-Technologie kapern. Geil wäre halt der Tempel von Nod. Und dann eine schöne Atomrakete in diese Base hier jagen. Konstruktion fertig. Ja, wunderbar. So. Jawohl, Sir. Breche auf. Dann zerstören wir mal das hier oben. Und den bestätigt. Schicken wir jetzt so hin, dass der immer an diese Raffinerie liefert. Dann können wir die hier unten zumindest. Ja, dann können wir im Prinzip eine verkaufen. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! War das ein Sammler? Gute Frage, ob das ein Sammler war. Aktuell kommt von ihm auch nicht mehr so viel. Das kann damit zusammenhängen, dass wir echt seinen Sammler zerstört haben. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! Jawohl, Sir! Bestätigt! Jawohl, Sir! So, du gehst auch, ich fährst auch hier oben hin. Ziel wählen. Ionenwerfer lädt auf. Ich weiß nicht, ob wir den Sammler erwischt haben. Ich Jawohl, würde es mir Sir. Wünschen. In Ordnung. Jawohl, du Sir. Gehst bitte da rein. Jawohl, Sir. Bestätigt. Oh, Scheiße. Jawohl, Sir. Jawohl, diese kleine, miese Jawohl, Sau. Sir. Das gibt's nicht. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Diese Sneak-Taktik wolltest du also gegen mich anwenden, ja? Kannst du vergessen. Bestätigt. Dann lass ich den jetzt mal dastehen. So, wir haben jetzt richtig viel Kohle gerade. Dann bauen wir jetzt mal ein Flugfeld. Jawohl, in Ordnung. Das setzen wir hier hin. Man könnte auch versuchen, mit Stealth-Panzern reinzugehen und dann zu schauen, wo seine ganze Scheiß ist. Weil im Prinzip müssen wir nur noch einen Bauhof zerstören.
Er wird nicht mehr als einen Bauhof haben noch. Konstruktion fertig. Neue Bauoptionen. Was brauchen wir für den Stealth-Panzer? Wird gebaut. Was brauchen wir dafür nochmal? Konstruktion fertig. Neue Bauoptionen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir für den brauchen. Die Funk- und Radarzentrale haben wir doch schon. Eigentlich. Oder muss ich die jetzt quasi nochmal bauen? Wird gebaut. Warte mal. Abgebrochen. Das müssen wir uns eben mal anschauen, ob wir die jetzt quasi nochmal bauen müssen. Gestoppt. Wir bauen erstmal ein Großkraftwerk. Abgebrochen. Wird jetzt ist gebaut. Der doch nach unten gefahren. Naja, nicht so schlimm. Dann halt bei der nächsten Runde. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Gucken, ob wir doch einen Stealth-Tank bauen können. Das wäre schön. Dann machen wir da nämlich mehrere von und sneaken hier rein. Just a peek look. Konstruktion fertig. Neue ja. Bauoptionen. Dann hätte ich natürlich die einnehmen können da oben. Das wäre günstiger gewesen. Wird gebaut. Das Geile ist natürlich, dass wir auch die Flammenpanzer bauen können. Die sind sehr, sehr schön gegen die Infanterie. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Endlich höre ich das auch mal. Aber er ist echt offenbar so ein bisschen down gerade. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Geldmittel. Da ist ein Sammler. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Mist, okay. Wir konnten ihn nicht mehr sehen. Also er hat noch einen Sammler. Okay, jetzt stellt er hier oben hin. Muss man auch nicht begreifen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Oh Gott, wir haben einen Joe gekriegt. Oder ein Phil, oder wer ist das? Der Verständ. Oh, der Verständ. Jawohl, Sir. Konstruktion so. Fertig. Fünfmal Mantel des Schweigens. Verstärkungen sind jawohl, eingetroffen. Sir. In Ordnung. Brecher auf. Jawohl, Sir. Da rein, bitte. Nuklearsprengkopf abgefeuert. Nuklearsprengkopf im Anflug. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit verloren. Energieniveau kritisch. Diese Person ist so verachtenswert. Wirklich. Da habe ich keine Worte mehr für diesen Abfuck an Scheiß. Ausnahme 101. Gut, er hat seinen Nuklearsprengkopf abgefeuert. Das kann er meinetwegen machen. Der Vorteil ist, er hat nur einen davon. Er müsste jetzt einen komplett neuen Tempel von Nod bauen. Bestätigt. Schon dabei. Das wird er vermutlich erstmal nicht. Ansonsten, ja, wir haben auch Orcas verloren und so weiter und so fort. Also. Ich bin mittlerweile emotional auch irgendwie raus aus dem Game, also von daher, ich werde jetzt einfach nur nochmal versuchen hier. In Ordnung. Bestätigt. Reiche auf. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Reiche auf. In Ordnung. Einheit verloren. In Ordnung. Einheit verloren. Reiche auf. Einheit verloren. Jawohl, in Ordnung. Jawohl, Einheit Sir. Verloren. Jawohl, in Ordnung. Einheit verloren. Nuklearsprengkopf abgefeuert. Konstruktion was? Fertig. Nuklearsprengkopf im Anflug. Was? Unsere Basis wird angegriffen.
Einheit verloren. Was? Neue Bauoptionen. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Geht klar, Sir. In Ordnung. Sofort, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Schon bereit. Sofort, Sir. Einheit verloren. Jawohl, in Ordnung. Einheit verloren. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl, Sir. Also erstmal... Es ist einfach Cheaten. Es ist einfach wirklich nur Cheaten. Also ich kämpfe wirklich gegen einen Gegner, der die Regeln bricht. Und zwar instant die ganze Zeit. Das ist absolut schlechtes Game Design. Ich weiß, so war es früher. Aber das ist halt Bullshit. Ohne Frage. Weil er kann keine zwei Atomraketen abfeuern. Das geht gar nicht. So funktioniert das nicht. Er tut es halt doch. Und das heißt, dass er cheatet. Das ist lame. Aber gut. Dann müssen wir halt gegen einen absolut unfairen Gegner kämpfen. Jetzt hat er hier oben die Raffinerie zerstört und damit auch zwei meiner Sammler. Was natürlich jetzt bedeutet, dass die Rohstoffakquise wieder saulange Zeit in Anspruch nehmen wird. Ja, baut man jetzt Orcas und zerstört den oder holt man sich wieder eine Ionenkanone? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch ehrlich gesagt auf die Mission jetzt auch schon wieder keinen Bock, weil das ist für mich einfach albern, was wir hier sehen. Das ist wirklich albern. Geldmittel unzureichend. Und dann diesen Schwachsinn mit vier Bombern und zwei Nuklearraketen und sich ständig auffüllende Silos und es ist wirklich absurd. Es ist wirklich einfach nur noch absurd. Jawohl, Sir! In Ordnung. Also wir werden jetzt seine Sammler jagen gehen. In Ordnung. Breche auf. Weil ich das natürlich nicht akzeptieren kann. Dass er hier noch großer Rohstoffe holt. Breche auf. In Ordnung. Bestätigt, in Ordnung. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Breche auf. Lustig, dass er gar keine Gegenwehr mehr leisten will. Normalerweise ist er immer sofort ausgeflippt, wenn man seine Sammler angegriffen hat. Jetzt macht er irgendwie gar nichts mehr. In Ordnung. Doch, jetzt kommt da ein bisschen was. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. In Ordnung. So. Jawohl, Sir. In Ordnung. Den Sammler holen wir uns jawohl, auch. Sir. Die wird er dann wieder nachbauen, aber das ist... Hat er gerade auf einen Schlag drei Buggies gekriegt? Es ist halt einfach. Das ist doch jawohl, wirklich ein schlechter Scherz. Wie schnell kommen die denn bitte? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ist da irgendwo eine Buggy-Brutstätte oder? Verständigt. Geldmittel unzureichend. Das ist halt alles, was ich an Zeug noch habe. Wenn die Mammuts tot sind, habe ich verloren. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Weil ich halt an mehr Rohstoff auch gar nicht mehr so richtig rankomme. Weil ich könnte, klar, ich könnte jetzt natürlich hier oben noch wieder meine Sandsäcke hinziehen. Jawohl, Sir. Bis ich dann genügend Scheiß habe. Aber es ist... Nee. Es ist einfach... Es dauert jetzt auch wieder, da ist schon wieder der nächste Sammler. Es dauert halt auch Ewigkeiten. Alleine nur genügend Rohstoffe für diese beschissene
für eine zweite beschissene Raffinerie hinzukriegen, die ich dann vielleicht hier hinbaue. Wobei, dann animiere ich ihn wahrscheinlich dazu, eine dritte Atomrakete hier hinzuschmeißen. Und wie gesagt, es kann ja einfach nicht sein. Es ist ja einfach nicht so. Er hat eine Atomrakete pro Tempel von Nord und ich sehe nur einen. Und er hat hier 5 Obelisken des Lichts in dieser Basis. 5! Den letzten sieht man hier unten nicht. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Geld nicht ausreichend. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So. Jawohl, Sir. Jetzt ist seine Base schon mal irgendwie leer. Wo ist unser Sammler? Da ganz oben einfach. Wir können jetzt hier unten einmal nochmal wieder sammeln. Ist auch wieder ein Sammler. Ja. Okay. Ich kann halt auch nichts groß verkaufen. Weil alles, was ich noch habe, irgendwie wichtig ist. Ey, von allen Seiten kommen die Flugzeuge an, ne? Guckt euch das an, was ist das? Eine Bauzeit von 2 Sekunden pro Buggy. Alter. Da kommt das Ding jetzt wieder. Er müsste echt langsam einfach leer sein mit Ressourcen. Da kann eigentlich nicht mehr so viel sein, aber er baut immer noch wieder das ganze Zeug. Geldmittel unzureichend. Ich weiß doch. Ich weiß das alles. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Konstruktion fertig. Jawohl, Sir! Bestätigt! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! So. So, er lädt wieder auf. Perfekt. Warte, geh da unten sammeln. Jetzt brauchen wir noch eine Raffinerie wieder. Die baue ich dann hier oben hin. Und dann sammelt der, ja, weiß ich nicht, hier oben. Wir haben die Ressourcen nicht mehr, um diese Kette an Sandsack-Dingern zu bauen. Zumal ich hier oben ja jetzt auch keine Verteidigung mehr habe für irgendwas. Wie kann er immer noch Geld für Sammler haben? Also, wir sind jetzt bei 43 Minuten in dieser Folge. Ich muss die Schnelligkeit hochstellen, weil wenn ich sie nicht hochstelle, dann werden wir diese Mission nicht mehr in dieser Folge schaffen. Und die will ich schaffen in dieser Folge, damit der Kram abgeschlossen ist. Gut, jetzt hast du da alles leer gesammelt, jetzt kommst du wieder hoch. Jetzt schießt mir wieder alles kaputt. Die wieder, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, alles kaputt. Rot, rot. Dann kommt wieder der nächste Sammler, den schießt mir auch wieder weg, etc. pp. Wir kennen das Spiel. Da ist der schon. Es wird einfach niemals enden. Wobei, gerade hat er offenbar nicht mehr so viel. Eine willkommene Abwechslung, dass er jetzt mal keine 5 Flugzeuge auf einmal kommt, die Unterstützung bringen. So.
Haben wir es jetzt endlich geschafft, dass wir seine Economy zerstört haben? Das hat nicht lange gedauert. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Die mal hier oben sammeln. Du kannst hier noch ein bisschen was sammeln gleich und dann wird gebaut. Brauchen wir vermutlich Orcas. Geldmittel unzureichend. Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn gebrochen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Nein, eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen erstmal den Bauhof zerstören, weil ich traue ihm nicht, dass er nicht doch noch Ressourcen hat. Sonst hätte ich jetzt nämlich nach und nach die weggeschossen. Jawohl, bestätigt. Geh dahin. Bestätigt. Das ist eine Mission, ey. Das ist echt eine Mission, das ist Wahnsinn. Ionenwerfer abschussbereit. Okay. Ich muss eigentlich noch auf den Orca warten. Dann würde ich nämlich den abschießen auf das Teil und mit den Orcas angreifen. Und dann müsste der Bauhof tot sein. Tot vor allem auch. Konstruktion fertig. Wenigstens kommt der Orca von der Seite und nicht von über seiner Base. Das wäre noch schlimmer. Ziel wählen. Einheit verloren. Ionenwerfer lädt auf. Einheit verloren. Gut. Wir haben ordentlich was verloren dafür, aber. Oder für diese Aktion. Aber der Vorteil. Und das ist eigentlich das Geilste daran. Er kann nichts mehr nachbauen. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Bestätigt. Wir müssen gleich mal gucken. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber der Hammer der Gnade hatte doch so eine Reichweite, dass er auch die Türme zerstören konnte, oder? Jawohl, bestätigt. Jawohl, in Ordnung. Weil wie gesagt, da kommt ja gerade jetzt nichts mehr. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Einheit verloren. Jawohl, Sir. Ich hasse das. Dieses Movement der Einheiten. Unfassbar. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Jawohl, Einheit verloren. Gut, so brauchen wir da also nichts mehr probieren. It's useless. Jawohl, Sir. Ja, dann müssen wir jetzt als nächstes die Kraftwerke runterschießen. Und dafür gibt es eigentlich nur die Ionenkanone. Das zweite, was ich versuchen könnte, wäre. Vier Geschütztürme und ein Obelisk selbst. Ich könnte auch versuchen, hier oben. Es sind halt auch einfach zu viele Flarax, ne? Es ist der Wahnsinn. Die Base ist abgesichert wie Fort Knox. Es macht auch keinen Sinn, versuchen zu wollen, da wieder mit Tarnpanzern rein zu wollen. Weil die auch alle sterben. Stahlhagel hatte eine ganz geile Reichweite, ne? War der nicht sogar. Vielleicht war der sogar besser als die. Ich baue mal welche. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Kommen die einfach. Konstruktion ernsthaft? Verstärkungen sind eingetroffen. Okay, das ist lustig. Ich wusste nicht, dass das geht. Breche auf! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Einheit verloren.
Ordnung. So. Ionenwerfer abschussbereit. Also es gibt jetzt, wobei, warte mal, wenn wir zwei, wenn wir den zerstören und den hier unten, dann kommen wir hier unten in die Base rein. Oder warte mal, ich weiß noch was Besseres. Was ist denn, wenn wir den angreifen und er denkt dann, er kann das Ding verkaufen? Einheit verloren. Okay. Ich hatte gehofft, dass der Orca wenigstens einen Schuss abgeben kann. Naja gut, jetzt haben wir nur noch einen Obelisken des Lichts. Jawohl, Recher auf! Der uns da groß nervt. Und er hat ja im Prinzip nichts mehr ansonsten. Wir könnten ihn sogar distracten mit Kampfbuggies oder so, die die Schüsse des Obelisken auf sich lenken. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Joe. Konstruktion fertig. Der kleine Joe. Wird gebaut. Ah, die Mammutpanzer kommen tatsächlich nur von da unten. So. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Ja, wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man die Schwierigkeit eines Spiels nur dadurch steigert, dass man die KI cheaten lässt. Das war früher so, das weiß ich auch, aber wenn man das halt heute erlebt, dann fühlt sich das einfach richtig, richtig, richtig unfair und mies an. Und das ist ja eigentlich nichts, was man in dem Spieler auslösen will. Wenn er das Spiel spielt. Wenn er das Spiel spielt. Jetzt kommt er doch noch dazu. Einheit verloren. Ionenwerfer lädt auf. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Brecher auf! Bestätigt! Jawohl, Sir! Brecher auf! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Einheit verloren. Bestätigt! Zerstört die Türme! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, als nächstes den. Ah, scheiße. Jetzt haben wir schon wieder nur die Mammutpanzer. Wird gebaut. Gestoppt. Abgebrochen. Einheit verloren. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Okay, die. Das ist ja sehr interessant, dass er die jetzt nicht mehr verkauft. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. In Ordnung. Brecher auf. In Ordnung. Nein, oh mein Gott. Jawohl, Sir. In Ordnung. So. Wird gebaut. Ihr beiden kommt mal mit. Brecher auf. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt hier überhaupt noch zu befürchten haben. Schießt der Obelisk noch? Brecher auf. Konstruktion fertig. Er schießt nicht mehr. Ist ja auch interessant. Okay. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Bestätigt! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Es scheint so, als hätte er sich jetzt vollkommen aufgegeben. Jawohl, Sir!
bestätigen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Recher Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja. Jawohl, Sir. Genau bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. In Ordnung. Wen denn? Ach so, ein Stahlhagel, fuck. Jawohl, Sir. In Ordnung. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl, Sir. So, jetzt haben wir hier oben nur noch die drei. Geldmittel unzureichend. Wir könnten auch. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Ah, warte mal, gleich kommt. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der Ionenwerfer, dann machen wir mal so. Ionenwerfer lädt auf. Jawohl, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Da kommen noch unsere zusätzlichen Mammuts, unsere Mammutverstärkung, die wir angefordert haben. Oh Gott. Sie haben ihre Phil und Joe-Verstärkung angefordert. Das ist auch nicht ohne. Einheit verloren. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Brecher auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Fuck my life, ey. Wir haben diese Mission geschafft, aber es war wirklich... Also hätten wir jetzt nicht die Geschwindigkeit hochgestellt, dann hätten wir garantiert irgendwie 20 Minuten länger daran gesessen oder so. Und das obwohl ja in der Folge dann noch nicht mal viel passiert ist. Weil zwei Basen haben wir auch schon mal in anderen Missionen deutlich schneller zerstören können. Aber die war hier so gut gesichert. Inklusive Cheating Atombombs. Nuklear Bombs. Jawohl, Sir. In Ordnung. Reche auf Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich weiß nicht, von welchem Geld er den noch repariert hat, aber okay. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Ja, wobei, er hatte ja durch das Verkaufen der Gebäude ein bisschen was übrig. In Ordnung. Jawohl, Sir. Reche auf. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Oh, das ist ja nett von euch, dass ich jetzt Flugzeuge verfügbar habe. Also im Grunde hat man sie in der Mission nicht verfügbar. Weil die letzte Flarak auf der Map zu zerstören gleichbedeutend ist mit man hat eh gewonnen. Oh Gott. Aber Mission geschafft. Das ist eigentlich das Wichtigste. Der Rest interessiert nicht. Glaube ich auch neu. Ja. 1 Stunde 17 Minuten, Effizienz 1. Das ist echt wow. Okay. Naja, wir haben das Ding abgeschlossen. Das ist alles, was zählt. Und wenn man jetzt hier guckt bei Toter Winkel, dann ist das die letzte GDI-Mission im Ausnahmezustand, die wir noch machen müssen. Und danach haben wir hier noch 8 Not-Missionen. Mal gucken, wie viele wir davon am Ende wirklich spielen werden. Ihre Mission nutzen deren Kommando, um die Kontrolle auf unserer Seite des Flusses zu erlangen. Sobald alle Flakstellungen ausgeschaltet sind, schicken wir ihnen Hilfe. Schicken sie anschließend Truppen über den Fluss, greifen sie Nord von hinten an, vernichten sie alle. Das Überraschungsmoment wird nicht lange auf ihrer Seite sein, also gehen sie schnell vor. Das klingt schon nach einer Mission, die mir echt gut gefallen könnte, ne? Also Zeitdruck, eine Übermacht, die man gegen sich hat. Genau das, was ich mir vorstelle. Aber erst beim nächsten Mal. I want you. Foreign Adventure.